Und das war ein fettes Gumo an der Stelle. Guten Morgen. Und wir sind auf dem Weg, mit einem fetten Kreuzfahrtschiff eine Runde zu fahren. Das zeige ich euch gleich auf jeden Fall. Ansonsten, alles klar. So, jetzt erstmal wie gesagt, guten Morgen. Wir sind jetzt hier auf dem Boot. Und jetzt geht's auf nach Setinaum. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen auf jeden Fall, was man hier so machen kann. Hier ist das. Es ist sehr warm. Wir haben da hinten auch eine andere Gruppe. Mit mehreren Booten. Und ja. Es ist auch heute noch relativ warm. Und jetzt kommt hier nämlich eine große Gruppe mit Menschen, die hier auch in das Boot rein wollen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber wir haben einen sehr schönen View, das muss ich auf jeden Fall sagen. Hier einen sehr schönen Blick auf die Altstadt mit dem Schiff Galeb. Die anderen Namen kenne ich nicht. Das ist Christina Royal. Schöner Blick auf die Altstadt mit der Burg da oben. Es geht los, Leute. Погрешка се качите нашиот брод, може имате вие резервација за тука, ама ви се чудам на умот, како можете да платите на некој што ве чека некаде по площадот и му плаштате вие огромни пари за со брод. Значи имате грешка, вие направено првенствено. Доаѓаш до бродот, па му земаш карта. Јас не знам како се случи да се запознаем. Фишеман сетлмент. On the Lake Ohrid from the Neolithic period or somewhere 3 to 3,500 years ago. Presenting the life on the Bay of Delta. Jetzt sind wir hier bei einer Nachbildung vor Lake über 3-4.000 Jahren. The people, the nomad tribes used to build their settlements. Ich hoffe, ihr versteht mich. Build it inside the water from 2 to 4 meters of depth. Is discovered 10 years ago. Und da oben gibt es noch eine kleine Burg. In the way. Die aber should be. Nur noch in the Ruinen liegt. By the building is used the das hier ist wie gesagt, diese Bay of Bones Knochenbuch mit dem Museum. Und hier kann man tauchen gehen, da vorne. Das Wasser ist sehr ruhig. Protected from the wild animals for sure. They have always liked them. Das, meine Damen und Herren, ist das Saint-Tropez des Balkans. Der Pazda. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. A short sight of the Lake Ohrid, the most beautiful authentic fisherman village, Terpeitsa. Remember, name Terpeitsa, small, fine village. Before they were fishermen, today they are businessmen. We are renting this room. If you like to stay here to spend the night, you pay double more than in Ohrid itself. Before the season starts, it's all been sold. Why? Because plenty of nature lovers, plenty of people who like paragliding, mountain biking, alpinists, mountain hikers come.
by the water, and every day they go to National Park to explore the heights of the mountain or National Park Kalisica. The best to be searched from the lake, you can come over here in this authentic place, Trapeza. Let's go. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber es gibt überall Fische im Wasser. Oh, alles voll. Junge! Delfine. Es ist so warm. Meno na okno včera na prvom, že ste dojď ďalek, dojď ponad. Wir sind angekommen in Svetinau. Jetzt erstmal was essen, ich hab Hunger. War aber eine sehr schöne Reise, muss man sagen. Why are you running? Why are you running? Mach mal deine Feder auf, bitte. Direkt an den Quellen. Toivino. Thank you.
Freund gefunden. Buenos dias. Why are you running? Originale Gomleze. Gomleze, original. Und das ist das, was ich essen werde. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, hier kommt das Quellwasser nämlich in den See raus. Boah, Leute, wie sauber das Wasser hier ist, das ist nicht mehr normal. Und hier, wie gesagt, kommt das Wasser raus. Und da chillen auch schon Leute. Was für ein Bauch da immer. Alles klar. Ja. Also wir sind jetzt hier am Strand. Wir sind jetzt hier im Quellwasser und das Wasser ist auch nochmal kalt. Also richtig kalt, Leute. Wir sind jetzt auf dem Rückweg nach Hause. Es war ein sehr schöner Tag. Hier in Svetinau. Und kann ich nur jedem empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr in Ochrid mal irgendwann seid, dann definitiv einmal hier hinkommen. Mit einem Boot, die hier, glaube ich, weiß nicht, jeden Tag fahren. Das haben wir heute leider nicht geschafft, mit diesen kleinen Booten hier einmal um die Quelle herumzufahren. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Ja, toll, wenn ich eben das. Ansonsten, ja, sehr, sehr schön. Jetzt geht es, wie gesagt, zurück nach Hause. Und till the next video. Das ist Leben, meine lieben Damen und Herren. Gönnt euch diesen View. Habe ich zu viel versprochen? So lässt es sich leben, meine lieben Damen und Herren. So lässt es sich leben. Five-star hotel. Gorica Ines Hotel. The five-star hotel. We have plenty of hotels. Most of them are on the east. Purchase your tracks today.